sicherlich nicht mehr schaffen, aber wenn dann im September ein neuer Landtag gewählt ist, könnte ja so ein Hinweis auch aus Sicht des Bundestagspurers für uns in der Entscheidungsfindung hilfreich sein, vor allen Dingen bei den Fraktionen, die bislang etwas ablehnend an einem solchen Ansinnen, welches meine Fraktion ja mehrfach beantragt hat, gestellt hat. Die zweite Frage, die mich bewegt und die bislang auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Frage der Stärkung der parlamentarischen Kontrolle. Zum Hintergrund, ich bin selbst Mitglied der hiesigen Parlamentarischen Kontrollkommission, erfahre dort einiges, darf davon gar nichts anwenden in der Öffentlichkeit aufgrund der gegebenen gesetzlichen Regelungen. Und ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, die auch in der PKK sitzen, also bei uns heißt es Parlamentarische Kontrollkommission. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Da ist man oft alleingelassen. Also mir geht es, in jedem anderen Ausschuss habe ich einen Mitarbeiter an meiner Seite oder eine Mitarbeiterin. Ich wandere dann aber tapfer in die Behörde, höre mir die Berichte an und gehe dann mit einem schweren Kopf nach Hause. Habe keinen Panzerschrank zu Hause, wo ich den Kopf reinlegen könnte. Das hilft mir alles nicht. Also was verstehen Sie unter Stärkung der parlamentarischen Kontrolle? Welche Instrumente könnte man dort? Befördert werden kann. Die nächste Frage, die ich habe, in den Diskussionsrunden, die wir bislang geführt haben, ist mir dann als Argument begegnet worden, um Fragen nicht beantworten zu können oder auch zu wollen. Der Generalbundesanwalt habe die Ermittlungen an sich gezogen und deshalb könne die Behörde keine Auskunft geben. An Sie, wie ist die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Untersuchungsausschuss und dem Generalbundesanwalt gewesen? Gibt es da auch so eine abwehrende Haltung, dass gesagt wird, der General macht jetzt und Sie erfahren da nichts? Oder ist da auch eine andere Mentalität zu spüren in Ihrem Untersuchungsausschuss? Gut, vielen Dank. Wer möchte beginnen? Herr Binninger, bitte schön. Ich beginne deshalb, weil ich ja ich bin sondern auch Vorsitzender der Parlamentarischen Kontrollgremiums im Deutschen Bundestag und wir ja diese Reformüberlegungen jetzt auch schon länger angestellt haben. Ich will Grund umreißen, wir sind als Gremium in der Verfassung genannt, haben ein Gesetz, das uns Befugnisse gibt, die vielleicht ähnlich sind wie bei Ihnen. Wir dürfen die Behörden aufsuchen, uns Akten vorlegen lassen und Mitarbeiter befragen und ansonsten tagen wir eben einen bestimmten und bekommen Informationen. Einer unserer Grund- oder schwersten, wie soll man sagen, Mängel war, dass wir zwar die Instrumente haben, um parlamentarische Kontrolle durchzuführen, uns aber schlicht und einfach die Zeit und die Ressourcen fehlen. Jeder Parlamentarier hat noch andere Aufgaben. Wir sehen uns gegenüber eines Behördenstamms, die drei Dienste, BND, BFV und MAD, das sind über 10.000 Mitarbeiter, ja nicht so viel, das schaffen sie gar nicht. Sondern das können immer nur ganz kleine Stichproben sein. Und deshalb dann haben wir jetzt eins versucht, dass wir uns zu Beginn der Legislatur, auch das ist jetzt alles öffentlich, was ich sage, weil wir ja auch grundsätzlich geheim tagen, aber es ist alles öffentlich, dass wir uns zu Beginn der Legislaturperiode Kontrollaufträge definiert haben. Also nicht so wahlweise, so nach dem Motto, wir hinken immer der Presseberichterstattung 14 Tage hinterher, aber dann klären wir es auf, sondern von Beginn. Und diese 7 Kontrollaufträge decken alle Bereiche ab, MAD, BND, BEV, es geht um organisierte Kriminalität, es geht um technische Überwachung, da ist alles mit dabei. Und für jeden dieser Kontrollaufträge, das dann wiederum mit Unterstützung unserer Parlamentsmitarbeiter diesen Auftrag abarbeitet und dann uns berichtet. Das hat sich durchaus positiv entwickelt, aber auch hier sehen wir das Zeitproblem. Wir haben jetzt für diese 7 Aufträge, da sind wir jetzt schon lange dran, also schnell ist anders. Und deshalb ist unser zentraler Reformansatz im Moment folgender. Nicht, dass wir auf Fraktionsmitarbeiter haben, die aber eben nicht die kompletten Befugnisse haben, aus guten Gründen, wie wir. Nicht, dass wir dort die Mitarbeiterzahl erhöhen,
Weil dadurch wird mein Zeitbudget nicht größer. Also wenn mir ein Kollege zuarbeitet, ist eine Menge Papier. Wenn mir drei zuarbeiten, ist noch mehr Papier, aber meine Zeit wird ja nicht mehr. Dass wir sagen, wir schaffen unterhalb des, also das wollen wir, noch nicht beschlossen, Diskussionsstand, wir schaffen unterhalb des vom Parlament gewählten Gremiums, anders als heute, nicht nur ein Sekretariat, das ein paar Mitarbeiter hat und tapfer arbeitet, aber halt auch nicht hinterherkommt, sondern wir schaffen einen Arbeitsstab mit einem ständigen Bevollmächtigten, nennen Sie ihn Geheimdienstbeauftragten, das war mal meine Wortschöpfung, so wird er am Ende nicht heißen, der wiederum auf drei Referate zugreifen darf. Und dem, der nur in unserem Auftrag arbeitet, der keine Außenfunktion hat, Thema dranbleiben kann. Und das ist für mich der einzige wirkliche Hebel, wo man sagt, dann kann man Kontrolle auch kontinuierlich anwenden, weil auch die Komplexität des Themas ja außerordentlich ist. Und ich sage übrigens auch, es ist auch im Interesse der Dienste. Manche aufgeregte Debatte, wo es manchmal auch um fachliche Unterschiede geht, wäre vielleicht sehr viel schneller Rechtslage gedeckt oder nicht gedeckt, aber nicht so aufgeregt, wie es vielleicht gerade in den Medien transportiert wird. Also da, glaube ich, haben alle was davon. Das ist so unser Ziel. Damit, glaube ich, können wir parlamentarische Kontrolle entscheidend auch verbessern. Und die Zusammenarbeit mit dem Generalbundesanwalt, die war gut. Natürlich auch ab und zu mal etwas schwierig, wenn es um laufende kommen alles, was wir wollen. Und, das war, glaube ich, Ihre Frage, die Sie ja angesprochen haben, dass ja gern mal von Landesbehörden gesagt wird, wir würden euch ja gern geben, aber GBA-Vorbehalt. Das ist ja so ein Wort wie Donnerhall und dann gibt es nichts mehr. Da haben wir mit dem Generalbundesanwalt das Übereinkommen erzielt, dass es diesen GBA-Vorbehalt beim Thema NSU nicht gibt. Geben. Das Einzige, was Sie machen müssen, das halte ich auch für sinnvoll, dass Sie nachrichtlich natürlich immer den GBA beteiligen. Achtung, heute ging an den Bundestag die 10 Aktenstücke und wenn der GBA dann sagt, oh nee, das eine ist mir zu brisant, dann ruft er bei mir an und dann nehmen wir das aus der öffentlichen Erörterung natürlich raus. Aber dieser Grundsatzvorbehalt können wir nicht, da müssen wir erstmal eine Schleife drehen, der ist weg und das, glaube ich, hilft uns sehr. Und natürlich. Hätte auch in Hamburg einer Sinn gemacht, da war auch keinen. War ja auch ein Tatortland. Das macht schon Sinn, das aufzuarbeiten. Einfach auch, warum kam man nicht voran, warum gab es keine Hinweise oder gab es Hinweise. Die Fragen sind überall die gleichen. Ja, und wenn Sie es politisch wollen und sagen, wir haben noch genügend offene Fragen, aber das müssen Sie entscheiden, wir würden das wahrscheinlich alle unterstützen. Sehr, Frau Mihalic. Ja, ich würde vielleicht noch ein, zwei Aspekte ergänzen. Also zum einen, was den Wunsch angeht, ja selbstverständlich. Also ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, dass es durchaus Sinn macht, auch hier einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Ich will jetzt unseren parlamentarischen Diskussionen im Hinblick auf parlamentarische Kontrolle jetzt nicht vorgreifen. Allerdings möchte ich da auch wieder ein paar Dinge ergänzen, die aus meiner Sicht da vielleicht auch noch wichtig wären. Es sind ja schon da schon Dinge verändert worden, die unserer Ansicht nach aber vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben bieten. Zum Beispiel auch, was die Frage der Transparenz der parlamentarischen Kontrolle betrifft. Auch das ist ja auch ein Streitpunkt. Was ist öffentlich? Worüber kann man eigentlich reden? Das ist ja alles ja, sehr, sehr unter Geheimhaltungspflichten. Und da gibt es ja auch in anderen Bundesländern, also in Berlin und in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, ja auch, wie ich finde, ein positives und dass sie aber halt eben im Bedarfsfall dann eben nicht öffentlich stattfinden. Also da muss man natürlich dann im Einzelfall abwägen, was kann man öffentlich erörtern, was sollte man nicht öffentlich erörtern. Aber ich glaube, im Hinblick auf ja, Transparenz der Arbeit von Nachrichtendiensten, im Hinblick auf Transparenz, was parlamentarische Kontrolle durch eine zusätzliche öffentliche Kontrolle betrifft, ist das vielleicht durchaus etwas, was man überlegen kann und was dann unter Umständen durchaus Sinn machen kann, im Hinblick auf eine Verbesserung auch der Kontrolltätigkeit. Und
Da gibt es, wären da vielleicht auch noch weitere Dinge zu sagen, was natürlich auch die Stärkung der Rechte einer solchen Kontrollkommission betrifft. Herr Binninger hat vorhin Betretungsrechte, Akteneinsichtsrechte etc. angesprochen. Also ich glaube, da kommt es dann nochmal auf die Ausdifferenzierung an, wie intensiv man solche Regelungen vorsieht, was auch Akteneinsichtsrechte, Aktenmitnahmerechte anbetrifft oder was auch die Befragung von Mitarbeitern betrifft, wie weit man das gestalten will oder auch was vielleicht die Möglichkeit betrifft, dass sich auch Mitarbeiter der Nachrichtendienste aktiv ohne Einhaltung des Dienstweges an Mitglieder einer solchen Kontrollkommission wenden können. Also das sind alles Vorschläge, die in der politischen Diskussion sind, das will ich mal so sagen. Ja? Und über die es sich, oder wo es sicherlich lohnt, auch darüber nachzudenken, was in Ihrem Fall in Mecklenburg-Vorpommern dann unter Umständen das Beste wäre oder gut geeignet wäre, hier die Kontrolle zu verbessern. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Ringuth. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, zunächst möchte auch ich mich persönlich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Hiersein heute bedanken, auch im Namen meiner Fraktion, aber auch ganz persönlich, weil vielleicht ist das auch diesem ganzen NSU-Thema angemessen, dass wir auch als Parlamentarier mehr zusammenarbeiten, wenn es denn darum geht, Dinge, die in der Vergangenheit so schrecklich waren, für die Zukunft in unserer Gesellschaft zu vermeiden. Und zwar sage ich das mal, Peter Ritter hat für die Fraktion Linke bereits gesprochen und hat gesagt, dass es auch bei uns da eine bestimmte Qualität an Zusammenarbeit gibt, die sich auch von dem Tenor, den es bisweilen so gibt, deutlich abhebt, und zwar positiv. Dennoch hat es ja bei uns keinen Untersuchungsausschuss gegeben, obwohl der Kollege Binninger gleich am Anfang von 3 Tatorten hier im Lande sprach. Aber die Wahrheit ist ja immer konkret und deswegen die erste Frage. Wenn Sie, Frau Högel, gesagt haben, dass die größte oder eine wesentliche Erkenntnis der Arbeit des ersten Untersuchungsausschusses ja darin lag, dass man begreifen musste, dass Rechtsextremismus als Gefahr für die Gesellschaft offensichtlich überall unterschätzt wurde, in verschiedensten Bundesländern, in verschiedensten Behördenebenen einfach unterschätzt wurde, ausgeblendet wurde weitgehend. Und dass auch bei denen, die Sie angehört haben, so eine Art Unrechtsbewusstsein wenig ausgeprägt war, um das mal vorsichtig zu sagen, muss ja etwas in den Köpfen beginnen, auch hier bei uns. Und deswegen, weil die Wahrheit immer konkret ist, mal eine Frage in Ihrer Arbeit, die nun auch einen Vergleich Ihnen gestattete zwischen den verschiedenen Bundesländern. Sie sitzen jetzt aber unter dem Wappen von Mecklenburg-Vorpommern sozusagen als Bundestagsabgeordnete, was auch irgendwie hübsch ist. Dann ist es ja so, dass wir gerne wüssten, in Ihrer Arbeit sind Ihnen doch zu unserer Justiz in diesem Land, zur Polizeiarbeit in diesem Land und vor allen Dingen zur Arbeit des Verfassungsschutzes ja viele Dinge sozusagen, sozusagen bei diesen vielen Leitsordnern vorgekommen, und Sie haben die Vergleichsmöglichkeit. Können Sie denn sagen, dass dieser Mentalitätswechsel, den Sie so einfordern, in diesem Land sozusagen auch ganz wichtig wäre? Oder haben Sie in dem Studium zu diesen Themen hier eher feststellen können, dass die Arbeit des Verfassungsschutzes weniger problematisch war als in anderen Bundesländern? Frau Pau, ich weiß, dass da noch ganz viel fehlt. Das haben Sie ja vorhin gesagt. Aber vielleicht können Sie mal Ihre Eindrücke aus dem ersten Untersuchungsausschuss uns mal schildern. Vielleicht aber auch schon aus der ganz aktuellen Arbeit. Und eine zweite Sache ist eine Nachfrage, die zu einer Frage von Peter Ritter, weil das mit Sicherheit bei uns in der Parlamentarischen Kontrollkommission zu Auseinandersetzungen führen wird, nämlich die Antwort von Ihnen, Herr Binninger, zum GBA-Vorbehalt. Dieser GBA-Vorbehalt, haben Sie gesagt, ist im Zusammenhang, und zwar ausdrücklich Zusammenhang mit dem, was uns heute hier umtreibt, der ist weggeschoben worden. Diesen GBA-Vorbehalt gibt es nicht mehr. Ganz wichtig, weil es wirklich wie Donnerhall ist, ist uns jetzt aber die Frage, seit wann genau? Es hat ja eine Vereinbarung mit dem Generalbundesanwalt gegeben, ganz offensichtlich. Seit wann galt das? Können Sie das noch ungefähr sagen? Dankeschön. Ja, ganz kurz, und das andere machen die Kolleginnen. Einen Moment, Herr Binninger. Ich muss kurz was erklären, bevor es losgeht. Wir haben jetzt gleich einen Wechsel hier vorne im Ausschussvorsitz. Nicht, dass Sie sich wundern. Ich muss jetzt kurz in den Bildungsausschuss zur Theaterdebatte als kulturpolitischer Sprecher. Deshalb wird jetzt meine Stellvertreterin, Frau Tegtmeier, in Kürze übernehmen.
Und während Sie dann jetzt gleich sprechen, machen wir das dann, nur dass Sie Bescheid wissen und nicht denken, ich hau hier einfach ab. Was wird denn gegeben für ein Stück in der Theaterdebatte? Ja, Finanzierung der Theater heißt die das. Die Never Ending Story heißt das Stück. Okay. Bitte schön, Herr Binninger. Ja, dann eben nur ganz kurz. Diesen Wegfall des GBA-Vorbehaltes, den gibt es nicht für jetzt PKGR, also Kontrollgremium, sondern für den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss und die Akten, die wir in diesem Zusammenhang anfordern. Wir fordern jetzt ja, weil es ja nach dem 4. November... Ah ja, schon recht. Hat sie zu früh gefreut und zu früh erschrocken? Ja, ja. Okay. Genau. Dann ist ja gut. Ja, aber wir wollten dir ja nur helfen, nicht, dass du dich verrennst. Ja. Wobei auch das ist hilfreich. Wir untersuchen ja auch, die Kolleginnen haben es gesagt, jetzt ja auch Ermittlungen, die nach dem 4.11.2011 geführt wurden, dann unter Federführung GBA, BKA, aber mit regionalen Ermittlungsabschnitten in den einzelnen Ländern. Also da haben ja auch Landespolizeien eigenständig ermittelt und dann zugeliefert. Und dadurch sind Akten entstanden, die zum Teil ja noch bei den Ländern liegen, Sachakten, Spurenakten. Und da fordern wir jetzt alles an. Und da hätte ja sonst die Gefahr bestanden, dass die Länderbehörden immer sagen müssen, ja Moment, das sind ja im weitesten Sinne Verfahrensakten GBA, deshalb hat er ja hier einen Vorbehalt. Da müssen wir immer erst bei jedem Blatt fragen, bevor wir es euch schicken dürfen. Und da hat der Vertreter des Generalbundesanwalts in der letzten Untersuchungsausschusssitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im Januar eben gesagt, nein, das gilt nicht. Die Länder dürfen uns alle Akten, die in diesem Zusammenhang der Ermittlungen nach dem 4.11. entstanden sind, übersenden, ohne vorher fragen zu müssen. Aber sie sollen den GBA nachrichtlich beteiligen, welche Akten, sodass er im Zweifel noch eingreifen kann. Das ist für diesen Bereich ist gedacht, nicht für das parlamentarische Kontrollgremium. Ja, vielen Dank, Herr Binninger. Frau Dr. Högel, Sie waren auch direkt angesprochen, bitte sehr. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Ringguth, vielen Dank für Ihre Fragen nochmal, dass Sie das rausgegriffen haben. Rechtsextremismus wurde nicht als Gefahr gesehen. Das ist ja der eine gravierende Fehler beim Verfassungsschutz. Auf der anderen Seite, wenn ich das auch nochmal sehr deutlich sage, wir haben uns ja immer gefragt, warum sind Täter, Mordserie und das untergetauchte Trio, warum ist das nie zusammengekommen? Auf der anderen Seite im Wesentlichen ein Versagen der Polizei, nämlich dass die Mordermittlungen mit einer bestimmten Sichtweise geführt wurden, die wir im Untersuchungsausschuss als eine Form von strukturellem Rassismus bezeichnet haben. Wir haben in Berichten etwas abgewogeneren Formulierung gefunden, weil wir uns darauf nicht einigen konnten. Ich gehe so weit zu sagen, das war struktureller Rassismus, weil tatsächlich, und das will ich Ihnen einfach mal schildern, ich bin am Anfang davon ausgegangen, der erste Mord, das war Enver Şimşek in Nürnberg, habe ich gedacht, na, da ist irgendwas schiefgelaufen am Anfang und das hat sich fortgesetzt dann. Also so ist die Mordserie entstanden. Sie haben die Mörder nicht gefunden und deshalb auch die anderen nicht. Und wir waren alle, glaube ich, gleichermaßen erstaunt und fassungslos, dass die Fehler, die direkt bei den Ermittlungen nach dem ersten Mord an Enver Şimşek gemacht wurden, dass diese Fehler, Versäumnisse, dieses Versagen sich durchzog durch die gesamte Mordserie und zwar an allen Tatorten gleichermaßen gemacht wurden. Und zwar eigenständig, also dieselben Fehler eigenständig von den ermittelnden Beamten. Und das war auch im Mordfall Mehmet Turgut der Fall, weil wir hatten es ja damit zu tun, dass die Opfer selber kriminalisiert wurden, ihre Angehörigen und dass alles herausgearbeitet wurde, Drogen, in dem Fall, ich wiederhole das nicht gerne, aber dass die ganzen Unterstellungen, Rotlichtmilieu, was bei den unterschiedlichen Opfern der Fall war, aber zu keinem Zeitpunkt, ich gehe so weit zu sagen, zu keinem einzigen Zeitpunkt wirklich ernsthaft und mit Nachdruck und konsequent in Richtung Rassismus, Rechtsextremismus, nennen Sie es Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, ermittelt wurde. Zu keinem Zeitpunkt, auch nicht als der neue Ermittlungsansatz herausgearbeitet wurde mit der neuen Fallanalyse. Und das ist ein so struktureller Fehler, der jetzt offenbar wurde anlässlich dieser schrecklichen Mordserie und den Versagen. Das muss aufgearbeitet werden und daraus muss gelernt werden. Und ich gehe so weit zu sagen, da sind wir längst noch nicht am Ziel. Und das kann man auch nicht, da kann man nicht Schnipp machen. Man kann nicht eine Verwaltungsvorschrift ändern oder eine Fortbildungsordnung ändern. Das sind natürlich wichtige Voraussetzungen dafür, dass wir festlegen, es darf kein Racial Profiling geben, es darf diese ganzen Ermittlungsmethoden nicht geben, die Ausgang nehmen an der Person und nicht an dem Verhalten und dem Delikt, was vorgeworfen wird. Aber die ganz entscheidende Veränderung ist oben in den Köpfen.
Ja. Und die können wir weder politisch verordnen, von oben herab, ob in Mecklenburg-Vorpommern oder im Bund, sondern die müssen wir miteinander erörtern. Und wofür ich so sehr plädiere, ist, dass wir damit nicht nachlassen, dass wir nicht sagen, Deckel drauf, dicker Untersuchungsausschussbericht, vielleicht hier noch ein Untersuchungsausschuss, vielleicht an anderer Stelle, bei uns den zweiten, irgendwann das OLG-Verfahren in München und dann machen wir mal einen großen dicken Haken an den Komplex NSU, dann ist alles aufgearbeitet, dann haben wir daraus gelernt und dann ist vorbei. Es wird nie vorbei sein, weil wir das immer zum Ausgangspunkt nehmen müssen, bestimmte Verhaltensweise, Arbeitsweise in unserer Polizei, beim Verfassungsschutz, in unserer Gesellschaft insgesamt zu hinterfragen und dafür werbe ich. Und deswegen... letzte Bemerkung, ist das auch so wichtig, dass wir diesen Sachverhalt in den aktuellen Kontext stellen. Denn wir haben an einer Stelle nicht nachgearbeitet und da wäre Mecklenburg-Vorpommern auch sehr hilfreich gewesen oder wäre immer noch hilfreich, dass das ganze Thema rechtsextreme Netzwerke. Das ist schon angesprochen worden, aber das ist etwas, was bei uns im ersten Untersuchungsausschuss zu kurz kam, was wir jetzt ganz oben auf unsere Agenda gesetzt haben und was, wie gesagt, immer noch aktuell ist, nämlich zu gucken, welche Personen haben welche Verbindungen, sind in welcher Form mobilisierungsfähig und diese ganzen Zusammenhänge herauszuarbeiten. Und da können wir nur im Bund und in den Bundesländern zusammenarbeiten. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Nun hat Frau Pau das Wort. Ja, ich kann da direkt anschließen, will das auch gar nicht wiederholen. Also wir haben in allen Ländern und übrigens auch in allen Bundesbehörden und übrigens auch auf der Ebene der politischen Verantwortlichkeit, ganz egal, welche Parteifarben uns prägen, dort Bedarf an Änderungen. Und die Hoffnung, die ich meinte, eben aus Ihrer Frage rauszuhören, in Mecklenburg-Vorpommern war es nicht ganz so schlimm wie anderswo, muss ich Ihnen nehmen. Ich möchte einfach kurz daran erinnern, was wir zum Thema Mecklenburg-Vorpommern und Führen der Ermittlungen im Untersuchungsausschussbericht gemeinsam festgehalten haben. Auch hier war es so, dass sowohl die Staatsanwaltschaft in Rostock als auch die SOKO Kormoran unbeirrbar, auch wenn, obwohl es keinerlei Hinweise gab, den Druck auf den Besitzer des Kiosks, Herrn Aydin, aufrecht erhielten und ihn bis zum Schluss, wir haben den Rechtsanwalt, seinen Rechtsanwalt hier im Abschlussbericht zitiert, unter Druck setzen, er solle doch nun mal sagen, was dort war und er selbst wurde zum Verdächtigen. Und auch die Behauptung, dass sich bei den Ermittlungen in Mecklenburg-Vorpommern trotz einer Beteiligung von Verfassungsschutz und Staatsschutz keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen möglichen politisch motivierten Hintergrund ergeben hätten, suggeriert ja, dass es eine solche Offenheit gegeben hätte und dass man dazu nachgefragt hat. Wir haben sowohl durch Zeugenbefragung als auch durch Aktenstudium nur eine Anfrage an den Verfassungsschutz zum Thema Drogenkriminalität gefunden. Und dazu hat dann der Verfassungsschutz auch umfangreiche Erkenntnisse geliefert, auf deren Grundlage dann die Polizei, die Sonderkommission und auch die Staatsanwaltschaft weitergearbeitet haben. Aber eine solche Offenheit hat es nicht gegeben. Es hat auch keine Offenheit gegeben. Es gab Spuren am Tatort, zum Beispiel das schwarze N auf dem Kiosk von Herrn Aydin. Das ist nicht weiterverfolgt worden, wie auch die Aussage des Bruders von Mehmet Turgut, dass sein Bruder von Rechten verprügelt worden wäre in der Vergangenheit. Das ist nicht in den Fokus der Ermittlungen gekommen. Das könnte ich jetzt fortsetzen. Ich habe es jetzt bloß mal für diesen Fall, so wie wir es hier auch dokumentiert haben, im Abschlussbericht dargestellt. Und das ist genau der Punkt. Es beginnt im Kopf und mit dem Mentalitätswechsel und das auch unabhängig vom weiteren Verlauf unserer Untersuchung. Und wenn Sie sich in welchem Format auch immer als Landtag diesem Thema weiter zuwenden, dann geht es einerseits um Nachsorge, aber auch um Vorsorge für die Zukunft. Und ich denke, wir sollten parallel nichts unterlassen, was es möglich macht, dass wir sowohl in der Justiz, bei der Polizei und bitte auch bei den Behörden für Verfassungsschutz genau diesen Mentalitätswechsel durch unsere politischen Entscheidungen befördern. Und ich habe es auch immer wieder in der Bundestagsdebatte gesagt und sage es auch sehr deutlich. Ich habe auch von institutionellem Rassismus gesprochen und von strukturellem Rassismus in den Untersuchungen. Könnte Ihnen das für jeden Tatort und für das Handeln von Staatsanwälten, von Polizisten und so weiter nachweisen. Ich habe aber immer gesagt, und da stehe ich auch vor jedem einzelnen Beamten, ich unterstelle nicht, dass diejenigen, die dort aktiv unterwegs waren, Rassisten sind, sondern das Problem ist ein größeres, ein gesellschaftliches, und da müssen wir gemeinsam ran, um
diesen Beamtinnen und Beamten nicht nur das Handwerkszeug zu geben, sondern auch diesen kritischen Blick immer wieder auf das eigene tun, damit sich das nicht wiederholen kann und man nicht in dieser Weise über 10 Jahre lang in die Irre läuft. Ja, danke, Frau Paum. Nun stellt der Abgeordnete Heinz Müller seine Fragen. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst jetzt von mir und diesmal im Namen der SPD-Fraktion ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste aus dem Deutschen Bundestag. Ich glaube, dass es eine sehr aufschlussreiche und informative Anhörung ist, die uns sicherlich noch sehr bewegen wird in den nächsten Wochen. Ich habe 2 Fragen an Frau Dr. Högel. Die erste Frage bezieht sich auf das Thema Mentalitätswechsel. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement großes Gewicht auf dieses Thema gelegt und auch gerade von einem Dauerprozess gesprochen. Wir haben jetzt immer so ein paar Fetzen oder Teilaspekte, was zu Mentalitätswechsel gehört. Können Sie aus Ihrer Sicht einfach mal so ein Rundbild machen? Was ist eigentlich zumindest notwendig? Vielleicht nicht alles, was hinreichend ist, aber was ist zumindest notwendig, damit wir zu einem solchen Mentalitätswechsel kommen? Das findet ja in den Köpfen statt, haben wir gehört. Und sowas braucht ja sicherlich auch Zeit. Das ist ja kein Ding, das man erledigen kann, wie man das Licht ein- oder ausschaltet. Also wie kann man einen solchen Prozess organisieren? Die 2. Frage, die ich an Sie habe, Frau Dr. Högel, Sie haben uns berichtet, dass Sie sich im Ausschuss V-Leute angesehen haben und dieses, so Ihre wörtliche Formulierung, sei ein Desaster gewesen. Mich würde ein bisschen mehr interessieren, was war denn da so desaströs? Nicht, weil ich mir hier die Hände wärmen will an den Fehlern anderer, sondern weil ich daraus Schlussfolgerungen ziehen möchte. Wie führt man denn V-Leute, wie macht man dieses V-Leute-Thema, damit nicht irgendwann in ein paar Jahren ein Untersuchungsausschuss sagt, na, das war ja ein Desaster, was ihr da betrieben habt. Wie macht man das? Also positiv gewendet. Dankeschön. Danke, Herr Müller. Frau Dr. Högel. Herzlichen Dank. Ja, für den Mentalitätswechsel gibt es ja kein Patentrezept, logischerweise. Ich sagte es ja eben schon, wir können nicht Schnips machen und dann haben wir einen Mentalitätswechsel, sondern das ist ein Prozess, getragen von Erkenntnissen, was sich zu verbessern hat. Das ist ja erstmal die erste Voraussetzung. Ich hatte ja auch davon berichtet, wie schwer das ist, überhaupt diese Erkenntnis überhaupt zu gewinnen. Nicht? Weil unsere Zeugen im Untersuchungsausschuss hatten gesagt, ich jedenfalls individuell, ich habe gar nichts falsch gemacht. Das hilft erstmal nicht weiter, sondern dazu brauchen Sie eine Fehlerkultur. Wir brauchen insgesamt einen anderen Umgang mit Fehlern. Wir haben das sehr deutlich in unseren Untersuchungsausschussbericht reingeschrieben. Und ich sage das nicht nur als so eine Floskel und als ein Schlagwort, sondern die Bereitschaft und die Souveränität einzusehen, dass etwas nicht optimal läuft, an einem konkreten Beispiel, und solche Beispiele gibt es leider immer wieder, weit über NSU hinaus, dass etwas nicht gut läuft, das ist ganz entscheidend. Dann müssen die Vorschriften stimmen, das gehört auch dazu. Also wir müssen ganz klar machen, was ist das Selbstverständnis des Verfassungsschutzes, wie arbeitet die Polizei, also die Gesetze müssen tipptopp sein. Und das andere ist, dass wir uns über die Erfahrungen, die gemacht werden, austauschen. Ich will Ihnen mal ein aktuelles Beispiel einfach so nennen. Also wenn es Schmierereien, Anschläge, Übergriffe gibt, ich nehme jetzt mal nur Sachen, nicht Personen, politisch motiviert, dann haben wir immer noch die Situation, dass Polizistinnen und Polizisten sagen, also politisch motiviert ist das gar nicht. Das ist erstmal eine Sachbeschädigung oder so, ja, dass das ausgeschlossen wird. Oder dass direkt gesagt wird, in diese Richtung ermitteln wir gar nicht, da finden wir sowieso nichts, da haben wir keinen Anhaltspunkt. Das muss aufhören. Also das Stichwort, völlig ergebnisoffen, völlig unvoreingenommen zu ermitteln und sich das erstmal alles anzugucken. Wir haben ja bei NSU gesehen, dass sofort die Brille so war, sofort gesagt wird, die Opfer selber müssen kriminell gewesen sein, weil die Anhaltspunkte so waren. Und deswegen ist für Mentalitätswechsel bei Polizei ganz wichtig, dass viel ergebnisoffener daran gegangen wird. Und dann bin ich ein großer Fan und ich bitte Nachsicht, dass ich das auch noch mal so stark mache, und dass auch das sind keine Floskeln, von interkultureller Kompetenz und von Vielfalt in unseren Behörden. Wir haben gesehen, dass bei NSU ein wesentlicher Fehler darin liegt, dass verschiedene Kulturen aufeinander getroffen sind und Fehler der Polizei gemacht wurden, weil die türkische Community falsch eingeschätzt wurde, weil türkische Verhaltensweisen völlig falsch gedeutet wurden, beispielsweise Schweigen gedeutet wurde als wir haben was zu verbergen und nicht als Unsicherheit und Verstörung. Ja, also ich schilder nur mal so ein paar Beispiele. Das heißt, ein Austausch, ein Erfahrungsaustausch auch über bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft, die sich auch noch weiter verändern werden, halte ich für ganz entscheidend. Und das gilt für Verfassungsschutz, für Justiz, für Polizei, für alle Bereiche unserer Gesellschaft.
Und ich kann das jetzt auch nicht abschließend beantworten, aber so ein paar Ansatzpunkte. Und auch die Gesetze sind wichtig. Also ein Verbot von Racial Profiling für die Polizei oder im Verfassungsschutz auch bestimmte Dinge, die man festlegt, wie zu arbeiten ist. Auch das halte ich für erforderlich. Wie führt man V-Leute gut? Ja, das ist eine schwierige Frage, auch die nicht einfach zu beantworten. Wenn man sich tatsächlich darauf verständigt, dass wir V-Leute brauchen, dann ist das etwas, was ganz souveräne V-Mann-Führer und V-Mann-Führer erfordert. Die müssen ganz stark sein, es müssen starke Persönlichkeiten sein. V-Männer sind keine netten Menschen. V-Männer sind zwielichtige Gestalten, die einerseits die eigene Sache verraten, andererseits vielleicht nicht alle Auskünfte geben, also sicher keiner Seite voll verschreiben. Souveräne V-Mann-Führer. Ich bin sehr dafür zu rotieren, denn wir haben zum Beispiel, vielleicht kann ich das mal festmachen an den Versäumnissen, die wir gefunden haben, wir haben, Frau Pau hat es eben schon erwähnt, wir haben Beziehungen zwischen V-Mann-Führer und V-Männern gefunden, die wirklich eine Kumpanei waren, ja, bis zu sehr freundschaftlich oder Frau Pau hat gesagt verwandtschaftlich, wo die Distanz zwischen V-Mann-Führer und V-Mann gar nicht mehr gewahrt wurde und die V-Männer das auch selber so zum Ausdruck gebracht haben. Dann tatsächlich zu gucken, welche V-Leute werben wir überhaupt an. Das ist ganz schwierig, denn wenn wir Erkenntnisse haben wollen, auch relevante Erkenntnisse, müssen wir natürlich in der Hierarchie auch ziemlich weit oben Leute versuchen zu bekommen, um überhaupt relevante Erkenntnisse. Aber der Sachverhalt Piatto hat uns jedenfalls Anlass genug gegeben zu sagen, verurteilte Straftäter, die Straftaten begangen haben gegen Leib und Leben, die kommen auf keinen Fall in Betracht, also dass wir da auch Grenzen ziehen. Und dann bin ich sehr dafür, dass wir die ganze Frage der Führung von V-Leuten, den ganzen Komplex rund um V-Leute, dass wir das der parlamentarischen Kontrolle unterziehen. Da darf es keine rechtsfreien Räume geben. Wir sind immer kurz gehalten worden und werden es bis heute mit Informationen über V-Leute, weil das unter dem Gesichtspunkt Quellenschutz doch viel zu gefährlich sei, den neugierigen Abgeordneten Informationen zu geben. Das darf es nicht geben. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Wir respektieren Gefahr für diese Personen, die sind in einer schwierigen Lage. Aber sehr pauschal jede Nachfrage von Abgeordneten damit abzulehnen, also jede Antwort darauf, indem man sagt, das gefährdet die Quelle, das können wir unter dem Gesichtspunkt von Quellenschutz nicht verantworten, das halte ich für nicht akzeptabel in einer Demokratie. Und deswegen muss es eine parlamentarische Kontrolle geben, die auch Details der V-Mann-Führung betrifft. Ne? Also nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern sich auch mal einzelne Fälle rausgreifen darf. Vielleicht soweit als Hinweise. Dankeschön. Ja, nun hat Herr Söhr das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Auch von Seiten der Grünen-Fraktion herzlichen Dank dafür, dass Sie den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern, das schöne Mecklenburg-Vorpommern, gefunden haben, zu einem aber sehr ernsthaften Thema. Ich möchte gerne bei dem Thema V-Leute, weil meine erste Frage ganz gut dazu passt, das Thema V-Leute gerne aufgreifen. Wenn aus Ihrem Kreise vorhin gesagt worden ist, wir haben, ich gebe das jetzt mal mit eigenen Worten, wieder große Zweifel an der Effizienz des Einsatzes von V-Leuten, dann gibt das, glaube ich, auch die Debatte hier im Parlament wieder im Rahmen der Diskussion um das Landesverfassungsschutzgesetz. Wenn man dann hinnehmen muss, das ist die Frage von Herrn Müller gewesen, der es wahrscheinlich nicht hinnehmen will, aber wenn man das Ergebnis in der Mehrheit hier wäre, wir wollen auf den Einsatz von V-Leuten nicht verzichten, wir gleichzeitig aber die Frage der Effizienz des Einsatzes, die Frage der Persönlichkeiten der V-Leute-Führer und die Frage der Kontrolle des Einsatzes von V-Leuten dann auf die Agenda nimmt, kommt man dann nicht, auf welche Art und Weise, Frage an den Vorsitzenden, an einer relativ umfassenden Ausstattung, personellen Ausstattung der Parlamentarischen Kontrollkommission vorbei, um auch das noch leisten zu können. Sehr komplexes Geschäft. Und was könnten die Mittel sein, wenn sie denn nicht beim Verfassungsschutz liegen sollten, was könnten denn die Mittel sein, überhaupt eruieren zu können, inwieweit ein V-Personeneinsatz denn irgendwann mal effektiv ist, wenn man gleichzeitig die ganzen Hinderungen, die Sie ja gerade beschrieben haben, mit denen zu kämpfen hat. Also diese Frage wäre meine erste Frage. Die zweite steht auch durchaus im Zusammenhang. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Frau Dr. Högel hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei der
Würdigung der Berichte des Innenministers hier im Land Mecklenburg-Vorpommern zu den Geschehnissen. Ich glaube, Sie haben es als Enttäuschung formuliert, die erste Empfehlung der 47 Empfehlungen überhaupt nicht wieder, oder Frau Pauer hat es gesagt, wiedergegeben worden ist. Da geht es ja in der Tat um die Frage, inwieweit bei Gewaltkriminalität dann in Richtung rassistisch oder anderweitig politische Motivation ermittelt wird, beziehungsweise dokumentiert wird und auch überprüft wird. Meine Frage, die sich daran anschließt, gibt es denn nach Ihrer Kenntnis auf Bundesebene oder auf anderer Länderebene diese Kontroll- und Dokumentationsmechanismen, die dann tatsächlich greifen, wenn man gleichzeitig sieht, Sie haben auch Lobby angesprochen, dass es diesen großen Dissens gibt, selbst zwischen den Einschätzungen der Landesregierung und Lobby, was ist eine politisch motivierte Straftat? Also wir da auch eine Auseinandersetzung haben. Und was könnte man tun, um diese erste Empfehlung des Untersuchungsausschusses tatsächlich in die Praxis münden zu lassen? In die Praxis der Behörden, in die Praxis der Landesregierung münden zu lassen. Und meine dritte Frage, die ich zunächst stellen möchte, die orientiert auf die Diskussion, die es hier auch im Lande gegeben hat, zur Frage der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Ich habe jetzt vorhin gerade gehört, Sie werden die Frage der Untersuchung der rechtsextremistischen Netzwerke zu einem Schwerpunkt machen, wohin sind 6 Vorgänge, die mir alle bekannt waren. Einer ist neu, das Krakow, aber alle anderen waren ja, glaube ich, auch schon Untersuchungsgegenstand des ersten parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Werden Sie den Fokus nehmen, da haben Sie einen zusätzlichen Aufklärungsbedarf. Was sind das konkret für Punkte, auf die Sie sich konkret orientieren werden? Also welche Schwerpunkte gibt es und wie sieht die Zeitschiene aus? Sie wissen, wir stehen hier vor einer Landtagswahl im September und die Frage eines Untersuchungsausschusses, wenn er denn unterstützend für einen Bundestagsuntersuchungsausschuss eingesetzt werden könnte, wird sich sinnvollerweise dann erst im September wieder stellen. Macht aber nur dann Sinn, das haben wir ja bei dem ersten schon mal geprüft, sind dazu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Für uns war relevant, inwieweit kann er unterstützen an der Stelle. Da waren wir übrigens auch im Gespräch mit unseren Obleuten. Jetzt von Seiten unserer Fraktion kamen da zu anderen Einschätzungen. Aber da wäre ich sehr neugierig, inwieweit wir diese Einschätzung nochmal überprüfen müssen, weil Sie zum Beispiel bestimmte Arbeitsschwerpunkte haben, wo Sie sagen, na, da gibt es eine klare Hilfe und nicht nur eigentlich ist jeder Untersuchungsausschuss sinnvoll, kostet auch eine Menge Geld, insofern muss man es abwägen. Ja, danke, Herr Suhr. Also zur Beantwortung der Fragen, Sie sind ja, 2 Personen sind direkt angesprochen worden, jedoch können selbstverständlich Sie beide, aber auch alle anderen zu allen 3 Fragen Stellung nehmen, ist ja selbstverständlich. Aber ich beginne denn zunächst mit Herrn Binninger. Bei der Kontrolle der Tätigkeit der V-Leute, finde ich, müssen wir als Parlamentarier aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen. Bei allem Notwendigen, den wir sehen, sind wir in dem ganzen Kontrollgefüge, das wir haben, in einem Rechtsstaat nur ein Teil der Kontrolle. Sondern wir sagen, das, was wir gesetzgeberisch an Rahmenbedingungen schaffen können und damit ja auch Kontrolle erzeugen, was wir an Berichtspflichten schaffen können. Wir haben da zum Beispiel ja auch jetzt vorgesehen, dass uns die Behörden im PKGR über den Einsatz der V-Personen berichten müssen. Nicht im Detail über einzelne Personen, aber doch zumindest getrennt nach Phänomenbereichen. Weil wir eben nicht wollen, dass wir dann quasi Jahre später erfahren, dass es da mal eine Operation Rennsteig gab, an der 2 Landesbehörden, 2 Bundesbehörden mitgemischt haben und wo man versucht hat, am Ende 30 oder 40 V-Leute zu gewinnen im Bundesland und niemand hat davon erfahren. Das darf sich nicht wiederholen. Aber ich glaube, wir würden uns übernehmen, wenn wir jetzt sagen würden, wir müssen immer auch über den konkreten einzelnen V-Personen-Einsatz informiert sein, weil wir sind nicht die anordnende Stelle. Wir geben den Rahmen vor durch das Recht, müssen aber auch daran appellieren und einfordern, dass weitere Kontrollmechanismen bestehen durch die Dienst- und Fachaufsicht des Innenministeriums, durch die Dienstaufsicht der Behördenleitung und durch die Verantwortung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten. Also wir haben ja da eine Kette und die dürfen wir auch nicht aus der Verantwortung lassen. Entscheidend ist, dass wir immer nachfragen, oder dort, wo wir jetzt auch eine Berichtspflicht eingeführt haben, dass wir die dann auch bekommen
oder wenn wir einen konkreten Fall haben, uns dann aber schon sehr genau den Fall auch angucken, wie wir es jetzt ja bei Einzelnen gemacht haben oder wie wir es gemacht haben. Ich habe zu Beginn ja erinnert, dass wir uns Arbeitsschwerpunkte gegeben haben im Parlamentarischen Kontrollgremium. Und ein Arbeitsschwerpunkt oder ein Kontrollauftrag war der Einsatz von V-Leuten im Bereich Rechtsextremismus. Den haben wir bearbeitet mit drei Kollegen, mir und Ströbele und Hahn, also Linke, Grüne, CDU, und haben uns das angeguckt, mal losgelöst sogar auch von NSU, und waren vor Ort in den Behörden und haben uns die Abläufe zeigen lassen, wie das alles funktioniert, welche Vorschriften beachtet werden, mit welchem Aufwand man das betreibt. Ohne das geht's da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, logischerweise. Aber das sind dann Möglichkeiten, die wir haben, die wir nutzen müssen. Aber ich würde davor warnen zu sagen, Anwerbung, erstmaliger Einsatz etc. muss irgendwie über PKGR oder bei ihm PKK laufen. Da, glaube ich, würden wir uns als Parlamentarier übernehmen. Die anderen Kontrollbefugnisse, ja, dann erreichen sie auch was. Und dann können sie auch nachfragen. Das halte ich für zwingend. Das habe ich auch immer in den Parlamentsdebatten gesagt. Ich bin für den Einsatz von V-Leuten. Er darf nicht das einzige Instrument sein der Erkenntnisgewinnung, sonst läuft das schief. Und so wie der Einsatz von V-Leuten war im Bereich Rechtsextremismus in den letzten 10 Jahren, also späte 90er bis eben 2011, stand Aufwand und Risiko, dass man mit diesen Leuten ja eingeht, in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn. Und da, sagen wir mal, früher nachfragen zu können, das halte ich für entscheidend. Dadurch übernimmt man auch Steuerungs- und auch Kontrollfunktionen. Aber tiefer in die Einzelfallanordnungen würde ich nicht gehen. Dafür gibt es dann auch eine Kontrollhierarchie im Bereich der Exekutive, die auch ihre Aufgabe hat und die sie jetzt, so ist meine Wahrnehmung, ja auch wahrnimmt, weil Sie ja glaub, vorher gefragt haben, Herr Müller, nach schlechten Erfahrungen, das passt hier mit dazu. Ich meine, wenn ein V-Mann angeworben wird, den eigentlich irgendwie keiner will, aus Sachsen, und am Ende hat das LKA Berlin bekommen, da macht er dann nichts, liefert jedes Jahr mal eine Information, die meistens leicht falsch ist und zu spät kommt. Und so bleibt er eben 10 Jahre in der Kartei da vorhanden, ohne dass ihn mal jemand abschaltet. Und als der NSU-Ausschuss drauf guckt, stellt man jetzt fest, oh, wir haben ja noch einen V-Mann, oh, der hat uns schon lange nichts mehr erzählt. Das ist natürlich, das ist ein Problem der Dienst- und Fachaufsicht der Exekutive. Ja. Ich glaube, da kann man dem Parlament keinen Vorwurf machen. Da appellieren wir eben auch dran. Dass eine Datei kommen soll, weiß nicht, da kann ja der Chef des Verfassungsschutzes vielleicht sogar was einwerfen. Ich weiß nicht, wie weit sie ist, die V-Personen-Datei, war ja auch mal eine Überlegung, dass man diese Vielfalt verhindert, die eben weniger Kenntnisgewinn gebracht hat. Und wir hatten das Beispiel, das kann ich auch öffentlich sagen, auch da muss man dann ansetzen, in Zusammenarbeit mit Bund, Ländern, Behörden, wie vielleicht auch Kontrollgremien. Wir hatten das Beispiel bei der Untersuchung von Corelli durch unseren Ermittlungsbeauftragten im PKGR. Das ist öffentlich, deshalb darf ich sagen, dieses Beispiel. Wo der Ermittlungsbeauftragte bei der Auswertung der Akten feststellt, unterhalten sich 2 Neonazis am Telefon über 2 andere Neonazis. Alle 4 V-Leute. Aber keiner wusste natürlich vom anderen. Alle 4 V-Leute. Ja, daran haben Sie gesehen, nach welchem eher Zufallsprinzip und Hauptsache man hat viele, offenkundig da auch angeworben wurde mit fragwürdigem Erkenntnisgewinn. Und davon müssen wir auch weg. Es muss immer wieder, finde ich, aber das ist der Auftrag der Behörden und wir fordern es ein, es muss immer wieder, jetzt auch eine Art Verhältnismäßigkeitsprüfung, ein Abgleich erfolgen, stehen die gewonnenen Informationen im Verhältnis doch zur Eingriffstiefe dieses Instrumentes oder bringt da nichts, aus welchen Gründen auch immer. Dann darf man ihn aber nicht einfach über Jahre hin so fortführen. Also da glaube ich, das würde ich Ihnen so empfehlen, wenn Sie tiefer einsteigen, wird schwierig. Also wir haben ja eine Kommission, die Eingriffsmaßnahmen anordnet, weil wir da kein Gericht haben. Die G10-Kommission ordnet ja Telefonüberwachungsmaßnahmen an und tritt anstelle des Gerichtes. Aber die Parlamentarische Kontrollkommission oder Gremium sollte bei ihrem Kontrollauftrag jetzt nicht an die Stelle von Exekutive treten. Das würde ich Ihnen als Empfehlung da eher abraten. Ne? Ja, Frau Pau war auch direkt angesprochen worden. Zur zweiten Frage, bitte.
Ja, ich möchte es nochmal unterstreichen. Ich habe bisher noch keinen Beleg gefunden, also weder in dem Bericht, den Ihre Landesregierung Ihnen vorgelegt hat, noch in den Dingen, die mir jetzt zur Verfügung stehen, dass die Regelung, die jetzt hier praktiziert wird und schon vor dem 4.11.2011 in Kraft getreten ist, das ersetzt, was wir vorgeschlagen haben. Und da ja ein Wortprotokoll gemacht wird, würde ich gern unsere gemeinsame erste Empfehlung hier nochmal in den Raum stellen. In allen Fällen von Gewaltkriminalität, die wegen der Person des Opfers einen rassistisch oder anderweitig politisch motivierten Hintergrund haben könnten, muss dieser eingehend geprüft und diese Prüfung an geeigneter Stelle nachvollziehbar dokumentiert werden, wenn sich nicht aus Zeugenaussagen, Tatortspuren und ersten Ermittlungen ein hinreichender konkreter Tatverdacht in eine andere Richtung ergibt. Ein vom Opfer oder Zeugen angegebenes Motiv für die Tat muss von der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft verpflichtend aufgenommen und angemessen berücksichtigt werden. Es sollte beispielsweise auch immer geprüft werden, ob es sinnvoll ist, den polizeilichen Staatsschutz zu beteiligen und Informationen bei Verfassungsschutzbehörden anzufragen. Dies sollte in die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, RIST-BV, sowie in die einschlägigen polizeilichen Dienstvorschriften aufgenommen werden. Wir haben in der ersten Expertenanhörung des zweiten Untersuchungsausschusses aus dem Bereich der IMK zum Thema RIST-BV immerhin Nachrichten bekommen, dass sich dort etwas getan hat. Aber die einschlägigen Vorschriften sind natürlich Ländersache und müssen dann auch in den Ländern umgesetzt werden. Insofern meine Empfehlung an alle, sich das einfach noch einmal anzuschauen, ob man da nicht gemeinsam tätig werden kann. Der Vorsitzende hat jetzt nichts zur Zeitschiene gesagt, aber ich verrate kein Geheimnis. Wir beginnen am 18. Februar diesen Jahres mit der öffentlichen Beweisaufnahme des neuen NSU-Untersuchungsausschusses und werden uns dem Zeitraum 4.11.2011 und was geschieht dort rundherum in Zwickau und Eisenach zuwenden. Zu diesem Komplex sind wir einfach durch Zeitablauf, die Legislaturperiode war zu Ende, nicht im ersten Ausschuss gekommen. Und ich denke, wenn es Signale gibt, dass es den politischen Willen im neuen Landtag Mecklenburg-Vorpommern gibt, sich diesem Thema auch im Format eines Untersuchungsausschusses irgendwann zuzuwenden, werden wir das sicherlich bei unseren weiteren Zeitplanungen entsprechend berücksichtigen. Keiner macht gern Doppelarbeit, sondern wir würden natürlich auch gern dann Dinge, ich habe ja deswegen vorhin einiges auch etwas kleinteiliger aufgezählt, Dinge, die Sie hier sicherlich auch viel besser vor Ort prüfen können, gerne aufnehmen und da dort entsprechend draufsatteln. Letzter Punkt, Sie haben auf die Widersprüche, was die Einschätzungen von Lobby e.V. betrifft oder Mecklenburg-Vorpommern und den Behörden betrifft, hingewiesen. Ja, dieses Phänomen haben wir ja auch bundesweit, in den Bundesländern wie auch im Bund. Deshalb begrüße ich es übrigens ganz ausdrücklich, dass im BKA man sich in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe über die Kriterien zur politisch motivierten Kriminalität rechts beugt und versucht, das noch weiter zu objektivieren und also auch genauer zu fassen, womit haben wir es dann jeweils zu tun bei den einzelnen Delikten. Ich denke, ausgehend davon und mit diesen Erfahrungen müsste schon, damit wir auch zu einer einigermaßen vergleichbaren und einheitlichen Erfassung kommen, sich das natürlich dann auch in den Ländern entsprechend fortsetzen. Aber ich möchte gern noch ein anderes Feld mit aufrufen. Nach NSU, wir haben dazu uns ja auch geäußert, gab es ja auch die Empfehlung, sich noch einmal über die entweder ungeklärten Fälle, insbesondere Todesfälle, zu beugen, beziehungsweise über die Differenz, die engagierte Journalistinnen und Journalisten und Wissenschaftler aufgemacht haben und die Sicherheitsbehörden zu den Todesfällen durch rassistisch und rechtsextrem motivierte Gewalt seit 1990, weil die Diskrepanz von über 100 Todesfällen kann uns ja hier nicht in Ruhe lassen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe jetzt gerade die
Ergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern nicht hier. Gibt es aber da 5 Fälle, die aufgerufen wurden, die auch jetzt nicht eingestuft werden. Warum nicht in allen Bundesländern, ähnlich wie man es in Brandenburg gemacht hat, auch nochmal unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese Dinge schauen lassen? Einfach, um auch den letzten Zweifel auszuräumen und vor allen Dingen auch, da stelle ich mich wieder vor, die Kolleginnen und Kollegen auch der Polizei und auch der Staatsanwaltschaften, um irgendwelchen Gerüchten vorzubeugen, dass hier irgendwas vertuscht werden soll. Ich habe mich vor Ort in Brandenburg sowohl mit der Staatsanwaltschaft als auch mit Polizisten dazu getroffen und mit den Wissenschaftlern des Moses-Mendelssohn-Zentrums, die beauftragt wurden, sich über diese Fälle zu beugen. Und alle haben neben der Überprüfung dieser angezweifelten oder eben nicht registrierten Todesfälle gesagt, sie haben auch im Austausch und in der Überprüfung dieser Fälle sehr viel gelernt und haben auch darüber auch Sensibilität für Gegenwart und Zukunft entwickeln können, auch in den Behörden. Vielen Dank. Herr Binninger hatte sich noch mal gemeldet. Ja, das hatte ich vorhin vergessen. Sie hatten ja, Frau Pau hat es ja gerade mit abgedeckt, Zeitschiene, Start Februar, Ende, so wird die Planung sein, April 2017, weil dann ja die Ende der Legislatur naht und der Bericht noch schreiben muss, also runde 15 Monate für die Beweisaufnahme werden wir haben. Wo könnten Sie uns helfen? Ich will es nur an einem Fakt festmachen. Wir haben im ersten Ausschuss aus Mecklenburg-Vorpommern von den Behörden gerade mal einen Zeugen vernommen. Einen Zeugen von der Polizei. Und der war nicht mal unbedingt von Beginn an, glaube ich, bei den Ermittlungen mit dabei, weil uns da die Zeit gefehlt hat. Wir wollten jeden Tatort schon untersuchen und keinen weglassen. Aber das war natürlich nur sehr, eher oberflächlich oder sehr rudimentär. Deshalb wäre allein da schon der Ansatz zu sagen, man kann tiefer blicken. Sie haben 3 Tatorte. Man kann den Banküberfall untersuchen nochmal. Man hat Namen aus Rostock auf der Adressliste gehabt, mundlos. Also es gab irgendwelche Bezüge. Es wurde auch immer wieder gesagt, auch von Bönhardt gab es familiäre Bezüge nach Rostock. Also all das sich nochmal anzugucken, glaube ich, macht schon auch Sinn. Es gab die Hinweise im Verfassungsschutzverbund, dass das Trio im norddeutschen Raum untergebracht worden sein soll. Das ist natürlich groß, ist mir schon klar. Aber da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo wir zwar schon Akten angefordert haben, aber was die eigentliche Untersuchung angeht, nie so tief eingestiegen sind und uns am Ende sogar bei der Vernehmung eines Zeugen belassen mussten, einfach aus Zeitgründen. Wir haben ja im Sondersitz auch noch in sitzungsfreien Wochen und wir hatten sogar Wochen, wo wir zweimal in der Woche getagt haben, sonst wären wir noch weniger rumgekommen und trotzdem war es eben nur ein Zeugen. Und da, glaube ich, wäre genügend Aufklärungsarbeit noch möglich. Ja, Frau Michalek. Ja, Herr Suhr, ich möchte noch eine Sache ergänzen im Hinblick auf die Frage Effektivität, V-Leute-Einsatz oder beziehungsweise was im Bundesverfassungsschutzgesetz, was ja jetzt eine Änderung erfahren hat, sind ja Kriterien festgelegt worden, was den Einsatz von V-Leuten betrifft. Allerdings sind keine Kriterien festgelegt worden, was die Führung der V-Leute betrifft. Und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal für Sie eine Anregung da, auch gewisse gesetzliche Regelungen vorzusehen oder darauf hinzuwirken, dass zumindest intern solche Regelungen vorgesehen werden, also Kriterien auch, was die V-Leute-Führung angeht. Grüne Position ist ja, glaube ich, entschieden wird, wie V-Leute zu führen sind oder beziehungsweise welche Kriterien da anzulegen sind, das Instrument zunächst einmal zu evaluieren. Also das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, um beispielsweise auch die Effektivität eines V-Leute-Einsatzes besser beurteilen zu können. Und daraus können sich dann natürlich auch gewisse Dinge ableiten, welche Dinge da in diesem Bereich auch noch zu verbessern sind. Dinge, die man vielleicht heute schon aus der öffentlichen Expertenanhörung, die wir jetzt im neuen Untersuchungsausschuss durchgeführt haben, von den Vertretern der Innenministerkonferenz, die uns zum Beispiel auch gesagt haben, dass es durchaus Sinn machen kann, die heute in vielen Ämtern sklavische Trennung zwischen Beschaffung und Auswertung vielleicht auch zusammenzuführen, um wirklich sicherzustellen, dass auch jede Information, die von einer Quelle stammt, auch am Ende ausgewertet wird. Ja.
wirklich eine lückenlose Dokumentation des V-Leute-Einsatzes vorzusehen, also nicht nur sozusagen die Treffen zu dokumentieren, sondern auch insgesamt, wie mit dem V-Mann umgegangen wurde oder welche Schritte da eingeleitet worden sind hinsichtlich Kontaktaufnahme und so weiter, also was es da nicht alles zu sagen gibt, das durchaus lückenlos zu dokumentieren. Herr Binninger hat ja zu Recht darauf hingewiesen, es würde ja sicherlich jede parlamentarische Kontrollkommission überfordern, aber letzten Endes muss natürlich die Möglichkeit vorgesehen sein, das im Zweifelsfall tun zu können. Und da ist natürlich eine lückenlose Dokumentation essentiell, wenn man überhaupt in die Lage versetzt sein möchte, sich ein Urteil darüber zu erlauben, wie eine V-Person im Einzelfall geführt worden ist. Ja, wenn Frau Dr. Högel nichts mehr ergänzen möchte, dann würde ich jetzt den nächsten Fragesteller das Wort geben. Das ist der Abgeordnete Herr Barlin. Dank auch an die unsere Anzuhörenden. Da Frau Pau eben mit Blick auf das Wortprotokoll nochmal den Punkt 1 der Empfehlung so betont hat zum Thema Offenheit der Ermittlungsrichtung, möchte ich wiederum auch mit Blick auf das Wortprotokoll sagen, dass wir uns über diesen Punkt auch sehr engagiert hier natürlich ausgetauscht haben, auch im Rahmen einer Plenardebatte und diese Schlussfolgerung von Ihnen sozusagen als unsere Zielstellung auch zu eigen gemacht haben, deutet natürlich stark darauf hin, dass wir das auch ernst meinen und uns lediglich und gerne auch weiterhin und auch sozusagen unsererseits weiterhin über den möglichst wirksamen Weg dahingehend austauschen werden hier in unserem Land. Also ich habe diese Landtags ich würde gerne noch mal nachhaken, auch bei den Ausführungen von Herrn Binninger zum Thema, wie kann das Land möglichst wirksam unterstützen und auch das Thema in den Blick nehmen, was Sie als ein Thema Ihrer weiteren Untersuchungen angeführt haben, nämlich das Thema Unterstützernetzwerk. Da sind ja schon einige Stichworte gefallen, also der Kontakt von Zschäpe zu dem das Thema private Adressen, Kontakte Rostock, die Urlaube, die hier stattgefunden haben, bis hin zu der Aussage von Zschäpe, es habe auch eine Unterstützerspende an dieses Magazin Der Weiße Wolf gegeben. Da könnte ja wahrscheinlich der Abgeordnete Peter Reit, der ja dann zu einem Zeitpunkt zumindest sehr viel mit diesem Weißen Wolf zu tun hatte, dahingehend, dass es hier ein solches Netzwerk der Unterstützung gegeben haben muss und Kontakte gegeben haben muss und in welchem Verhältnis standen die eigentlich dann zu den begangenen Straftaten. Und da würde ich in der Tat gerne nochmal auch vielleicht jetzt mit Blick auch auf die weitere parlamentarische Tätigkeit, aber auch auf wirklich die behördliche Unterstützung der Aufarbeitung nochmal nachhaken, welche Art und Gegenstände, Sie sich also, wenn das dann entsprechend auch im Untersuchungsausschuss aufgerufen wird, also wünschen, dass das nicht dann erst, sagen wir mal, begonnen wird, diese Sachen zusammenzusuchen, um das mal etwas salopp zu formulieren, sondern dass im Grunde schon jetzt ab sofort begonnen wird, hier in den Behörden diese Informationen zusammenzusammeln und ganz anderes Thema. Öffnung des Verfassungsschutzes, Kooperation, partnerschaftliche sozusagen Arbeit mit der sogenannten Zivilgesellschaft. Da würde ich mir wünschen, dass Sie vielleicht noch ein, zwei Gedanken dazu ausführen, wie das konkret laufen soll. Bei uns begegnet natürlich beides. Dr. Högel hat das eingangs gesagt, das ist nicht nur eine Sache der Verfassungsschutz damit um. Und wir erleben tatsächlich natürlich beides. Einerseits der Verfassungsschutz, der sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen also im Grunde Erkenntnisse gewinnen, also wo unsere Verfassung irgendwie bedroht wird und das dann entsprechend verwerten und nicht, sagen wir mal, irgendwo so Öffentlichkeit machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Befürchtung von zivilgesellschaftlichen Institutionen. Moment, wenn wir jetzt hier sagen,
Recht sagt der Verfassungsschutz eben nicht nur sich um Rechtsextremismus kümmert, sondern auch um Islamismus und auch um Linksextremismus. Wie kann ich eigentlich sag mal, sicher gehen, dass ich hier im Rahmen der Kooperation nicht weitgehend abgeschöpft werde oder so? Da würde ich vielleicht zu dieser Empfehlung mir noch ein paar Gedanken von Ihnen gerne folgen. Danke. Na, vielen Dank. Es beginnt Herr Binninger. Taten ansetzen. Ich würde wirklich auch nochmal dort eben vielleicht auch mehr berichten lassen, das können Sie hier auch machen. Wie war die Erkenntnislage beim Mord in Rostock? Wie war die Erkenntnislage bei den Banküberfällen in Stralsund? Was hat man gemacht? Welche Daten liegen vor? Hat man Funkzellendaten erhoben? Das wissen wir aber nur sehr kurz. Welche Hinweise aus der Bevölkerung, also all das sich nochmal angucken, auch mit den vor allen Dingen, was wir ja nicht gemacht haben, mit den Ermittlern der ersten Stunde zu reden. Wir machen heute immer wieder die interessante Erfahrung, dass wir viele Zeugen hatten, die dann irgendwann später diesen Fall übernommen hatten oder später eingestiegen sind in einer besonderen Aufbauorganisation, aber dass es manchmal sehr viel aufschlussreicher ist mit denen, mit könnte man machen, zusammentragen. Dann natürlich, das könnte der Verfassungsschutz leisten, einmal ein Bild darstellen, wie sind denn die Bezüge, die Kennverhältnisse von verschiedenen Gruppierungen und konkreten Personen, die wiederum mit dem NSU zu tun haben und dann wiederum aber in Mecklenburg-Vorpommern eben wohnen, leben oder was auch immer hier agieren. Württemberger gemacht. Da hat der Innenminister, den ich sonst ab und an kritisiere, aber das war schon richtig, das zu machen, die Ermittlungsgruppe Umfeld eingesetzt, die nicht jetzt strafprozessual ermittelt hat, sondern, das war ein bisschen so eine Hilfskonstruktion, gefahrenabwehrrechtlich, und die eben festgestellt hat, wie viele Personen aus dem NSU selber, dem NSU-Unterstützerumfeld, Kontakte von oder nach Baden-Württemberg. Und die Zahl war erschreckend hoch. Über 50. Und wenn Sie so etwas mal an den Beginn stellen, dann kriegen Sie sehr schnell ein Gespür dafür, in welche Bundesländer dieses NSU-Trio und seine Mitunterstützer offenkundig über bessere Netzwerke verfügt haben. Ob dabei dann Wissen von den Taten vorhanden war, das wissen wir auch nicht. Überhaupt mal zu wissen, in welche Länder gab es denn engere Beziehungen aufgrund von persönlichen Kennverhältnissen? Das wäre schon, sagen wir mal, ein sehr wichtiger und fundierter Einstieg, neben auch nochmal der Überprüfung der Ermittlungen. Ich weiß nicht, ob es in Stralsund auch Bilder gab von Überwachungskameras, aber man muss auch ein bisschen da tiefer einsteigen. Das sich alles mal zeigen zu lassen, wäre sicher durchaus interessant. Eine gute Grundlage sein, auch für uns, weil wir im Moment nicht sagen können, wir planen nicht so lange voraus, wir wollen etwas flexibel bleiben. Wir steigen jetzt ein mit 4. November, Zwickau und Eisenach. Und dann werden wir sehen, wohin uns die Reise führt. Baden-Württemberg und Kassel sind natürlich immer in unseren Überlegungen. Aber wir können jetzt nicht sagen, ob wir überhaupt nochmal jetzt gezielt in Mecklenburg-Vorpommern oder Rostock landen. Ja, aber wenn Sie das machen, wäre das natürlich hilfreich. Oder wenn Sie so Vorarbeiten machen können im geeigneten Rahmen, das wird nicht ganz einfach sein, aber den finden Sie dann schon, ob PKK oder hier, wäre das eine Grundlage, die Ihnen dann auch wieder eher erleichtert, die politische Entscheidung zu treffen. Es kann ja auch sein, Sie kommen dann im Oktober zum Erkenntnis, also sehr viel mehr können wir auch nicht beisteuern, wenn wir einen Aufschluss machen. Aber das müssen Sie tun. Aber das wäre so Vorarbeiten, nach denen Sie eben gefragt haben. Öffnung.